So dreist lügt das Y-Kollektiv über mich. Ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? So eine Aussage, es ist totaler Schwachsinn, es ist voll dumm. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich habe jetzt mal wieder eine Woche Upload-Sperre gehabt, weil ein Video von mir gesperrt wurde wegen medizinischer Desinformation, wo einfach nur Zahlen aus England präsentiert wurden, wie das mit der Impfung da gerade aussieht. Und das Originalvideo ist auch online, aber meine Reaktion darauf ist nicht mehr online. Zensur ist real, meine lieben Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Gas gebt auf dem Kanal hier. Noch mehr Kommentare schreibt, jeder 2, 3, 4, 5 Kommentare, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, vor allen Dingen auch auf Rumble folgen, man weiß nie, wie lange es noch geht hier auf YouTube, folgt mir auf Rumble auf jeden Fall, wenn ihr nichts verpassen wollt und ja, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und wir gehen jetzt in ein Video rein, welches heißt, so dreist lügt das Y-Kollektiv über mich. Von Ketzer der Neuzeit, schöne Grüße gehen raus an Leo an der Stelle. Ich bin froh, dass es wenigstens eine Handvoll Leute in Deutschland gibt, die sich ihren Mund nicht verbieten lassen und ihre Wahrheit aussprechen. Anti-Establishment technisch unterwegs sind, das brauchen wir nämlich. Wenn wir in Zukunft noch freie Meinung in unserem Land haben wollen, müssen wir auch solche Leute unterstützen. Deswegen ziehen wir uns jetzt das Video rein. Ich liebe euch, los geht's. Jasmin aber veröffentlicht regelmäßig Videos mit rechten YouTubern wie der Ketzer der Neuzeit und Ein Golan. Das ist doch diese, die irgendwas mit Bibel, ne? Die macht doch immer diese Bibelgeschichten und redet über Jesus und so. Genau, auf die haben wir doch reagiert, wo die mit der Satanistin da gequatscht hat, so. Die ist jetzt auch rechts, oder was? Ist auch Nazi-mäßig unterwegs? Die ist doch, glaube ich, nicht mal eine Deutsche, oder? Ursprünglich. YouTuber Ketzer der Neuzeit stürmt am 13.06. eine queere Lesung in München. Auf seinem Kanal bei YouTube zeigt er, wie er versucht, sich Zugang zu Veranstaltungen zu verschaffen. Weil Ketzer der Neuzeit zum Beispiel ja ein sehr rechtsoffener Influencer ist. Ein sehr rechtsoffener Influencer? Aha, was bedeutet das denn heutzutage? Bin ich auch rechtsoffen? Rechtsoffene den Mann, Alter, oder was? Das passiert gerade auf TikTok und auf Instagram. Wir gehen die ganzen Feminismus-Debatten so auf den Senkel. Based. Der Feminismus hat sich in Zeiten der totalen Gleichberechtigung radikalisiert. Facts. Wir erreichen Zehntausende mit solchen Aussagen. Was auch immer der Mann tut, was dir nicht gefällt, weißt du, was du machen solltest? Gar nichts. So. Feier ich, Digga. Was hat man da zu kritisieren, wenn ich das so sagen darf? In diesen Sekunden produziert ARD vielleicht gerade eine neue Reportage, warum gefühlt ganz YouTube Deutschland auf einmal Hass und Hetze verbreitet und was Putin damit zu tun hat und warum Ungeimpfte... Schnurrbart den Mann, Alter. Der Cousin hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen, wa? Hühlig? Dran Schulz. Die GEZ-finanzierten Sender stehen nämlich mehr und mehr in der Kritik. Allen voran das Format Y-Kollektiv, welches sich auf die Fahne geschrieben hat, der Jugend ein politisch korrektes Weltbild zu vermitteln. Wir nennen die in unseren Kreisen auch Wokies. Recht. Wishu. Reichsextrem-Hetz-Schwurbler-Leugner würden jetzt vermutlich sagen, hey, das Y-Kollektiv ist meiner Meinung nach eher für einseitige und manipulative Berichterstattung bekannt. Und hey, vielleicht sollten wir auch nicht alles, was der Fernseher sagt, glauben. Ja, klassische Nazis eben. So. Das ist klassische Nazis eben. Das ist so traurig, ey. Gestern war bei mir einer im Chat gewesen. Der hat erstmal versucht, irgendwie was zu sagen, weil ich oberkörperfrei da sitze und angeblich arrogant und eingebildet bin und so. Und dann irgendwann nach ein paar Minuten hat sich sein wahres Gesicht gezeigt. Dann hat er gesagt, ey, ich muss noch mehr Nazis irgendwie angreifen und auseinandernehmen und wirklich so körperlich gewaltmäßig gedroht und so. Also er wollte mir sagen, dass ich ein Nazi bin, Bro. So weit sind wir gekommen, dass ein Typ, der eine andere Meinung hat und der bei ein paar Themen einfach die Sichtweise nicht vertritt, die das aktuelle Narrativ sind, so die Sichtweisen, die das aktuelle Narrativ sind, so, und seine eigene Meinung hat und zu ein paar Themen einfach eine andere Meinung hat, so, ist man dann direkt ein Nazi, so. Egal, ob du schwarz bist, Moslem bist, egal was du bist, wenn du nicht dem Narrativ folgst, bist du ein Nazi. Nur damit du es verstehst. Dumm. Leute, sollte man am besten direkt bei der Meldestelle für antifeministisches Verhalten von der Antonio Amadeus. Meldestelle für antifeministisches Verhalten. Oh shit, da wurden wir doch bestimmt als
da wurden wir doch bestimmt auch als Love Gang schon auch gemeldet, oder? Was ist das denn? Jo Stiftung melden. Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Das Y-Kollektiv von ARD und ZDF hat mit seiner Feminismus-Doku zuletzt nämlich ordentlich für Furore gesorgt. Darin wird Standard... Einer sagt, der Tomek sagt gerade mit Afrika auf der Brust. So, Bro. Ich wurde in der Kindheit von Nazis verfolgt, Bro. Richtig scheiß Erlebnisse gehabt und so. Und heutzutage, weil du Corona-technisch anderer Meinung bist, wirst du selber in diese Ecke reingedrückt, Bro. What the fuck? Das ist so dumm teilweise. Das ist so blöd, dass die Leute das auch noch abkaufen, weißt du? Die erzählen in den Medien, dass jeder, der auf einer Corona-Demo war, ein rechter Nazi, Verschwörungsmystiker, Schwurbler ist so. Und dann sehen die irgendwie online jemanden, der das macht, und dann sagen die, okay, das ist ein Nazi. Das ist deren Dings jetzt. Das ist so deren, wie sagt man, Leitfaden so. Okay, der ist bei Corona anderer Meinung, der muss ein Nazi sein. Bro, Mann. Wacht auf. Es ist erklärt, wie antidemokratisch es doch sei, die aktuell gültige Meinung aus dem Regierungsviertel zu hinterfragen. Klasse. Sorry, ich muss nochmal was sagen und auch was dieses Ganze so, keine Ahnung, Alter. Ich habe gesehen, da gibt es so einen YouTuber, Digga, ich habe seinen Namen vergessen, aber der macht regelmäßig Videos über mich und der sagt, ich bin antisemitisch so. Und ich weiß nicht, worauf er das fußt so, aber ich denke, das sind so, also Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ey, Terroranschläge 9-11, weiß ich nicht ganz genau, könnte eventuell noch mehr dahinter stecken, als wir wissen. Okay, das muss ein Antisemit sein, der mag keine Juden. So, und ich habe niemals über irgendeine Religion geredet oder gesagt, ich mag eine bestimmte Menschengruppe nicht oder so, Bruder. Ich mag Menschen generell. Ich bin ein Menschenfreund, so, weißt du? Aber das sind halt die Keulen, die die auspacken, wenn die versuchen, andere Leute zu denunzieren und die irgendwie in eine gewisse Ecke zu drücken und als verrückte Verschwörungstheoretiker darzustellen, so. Die benutzen einfach dieselben Wörter, die schon mal irgendwo gehört haben. Das nenne ich Dummheit. Wer kennt's nicht? Direkt in den ersten 90 Sekunden der Doku wird einem das Feindbild des Antifeministen an den Kopf geworfen. Verschiedene Frauen werden aus dem Zusammenhang geschnitten, undifferenziert alles als Anti-Anti-Anti betitelt und es wird die zutiefst demokratische Frage gestellt, ob unsere falsche Meinung überhaupt noch geäußert werden dürfe oder ob das nicht schon viel zu gefährlich für das schöne neue Weltbild ist, welches mit einem Hauch Menschenverstand bereits in sich zusammenbricht. Ich frage, Facts. Ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Meinungsfreiheit ist nie eine Gefahr für Demokratie. Denn es gibt erstens gibt's keine Demokratie, so. Und zweitens, wenn du deine Meinung nicht mehr sagen kannst, dann ist es per Definition keine Demokratie mehr, sondern Faschismus. So. Eine Meinung muss frei äußerbar sein. Jeder darf selber entscheiden, ob er die Meinung übernimmt, glaubt oder widerspricht oder was auch immer so. Aber man muss erstmal alles äußern dürfen. Sonst bist du schon gar nicht mehr in einer Demokratie. So eine Aussage, es ist totaler Schwachsinn, es ist voll dumm. Das Öffentlich-Rechtliche mal eine Reportage über sich selbst machen würde, müssten die Worte Antidemokraten, Gerechtigkeitsverweigerer und Meinungsfreiheitsleugner fallen. Stattdessen werden aber wie gewohnt mit denselben Schlagwörtern jene Leute diffamiert, die sich in den letzten Jahren so oder so schon einiges gefallen lassen mussten. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist, dass Ich schmeiße mit diesen Begriffen um sich, Antidemokrat. Feminismus. Ein Brückennarrativ, ein Türöffner ist in extrem rechte Ideologien. Ja. Ein Türöffner für extrem rechte Ideologien. Die spielen hier in Deutschland auch immer mit diesem Rechts und das direkt damit Nazi einhergeht, so, weißt du? Bro. Das ist so ein heftiges Frame. Also werden alle Leute dazu gezwungen quasi, Feminismus zu unterstützen und wenn du dagegen bist, musst du sofort damit rechnen, dass du ein Nazi bist oder in die rechte Ecke gedrückt wirst, so. Nur weil du zum Beispiel jemand bist, der eine traditionelle Rollenverteilung bevorzugt in der Beziehung, so. Dann bist du ein rechter Verschwörungsnazi, Digga. What the fuck, Bro? Die GEZ-Redaktion Hör doch auf. Und Demokratie versteht, das haben sie bereits klargestellt. Eine andere Meinung zu dem, was Woke unter Feminismus verstehen, ist gefährlich für die Demokratie und Wokies. Potenziell extremistisch. Was man bei so einer gewagten und selbstbewussten Aussage nicht... Das ist so crazy, ne? Wir leben in einer umgedrehten Welt. Gegenteiltag. Kennt ihr noch von SpongeBob, Digga? Da gab es doch mal einen Gegenteiltag. Wir leben in einer Gegenteilwelt.
angeblich demokratische Wokies wollen uns jetzt erzählen, dass wenn wir eine Meinung haben, dass das antidemokratisch ist, obwohl unsere Meinung zu verbieten faschistisch und antidemokratisch ist. So. Das ist Gegenteilwelt. Vergessen darf ist, dass sie von Leuten stammt, die vermutlich nicht erklären können, was eine Frau ist und dementsprechend vom Y-Kollektiv als Experten bezeichnet werden. Ja, zwei Faktoren, die mich misstrauisch stimmen. What is a woman? Can you tell me that? Das ist ein geiler Film. What is a woman? Daily Wire. Gibt's auch auf Twitter, kann ich euch nur empfehlen. Well, you're at the Women's March, you must have some idea. Sind wir mal ehrlich, wer heutzutage von besagten Experten nicht als Rechts- und Verschwörungsblabla bezeichnet wird, ist entweder selbst einer dieser fragwürdigen Experten oder hat die letzten Jahre lediglich Tee getrunken und geschwiegen. Wieder friedlich miteinander zu diskutieren, sollte der gemeinsame Nenner auf beiden Seiten sein. Facts. Leider müssen wir uns die Frage stellen, ob es ganz theoretisch möglich ist, dass es sich um eine Strategie handelt, alles, was nicht in das eigene Weltbild passt, als Hass und Hetze zu bezeichnen. Oh, das hört sich aber nach einer verschwörungsmystischen Theorie an, die du hier aufstellst, mein Jutster. Um davon abzulenken, dass man im Unrecht ist. Aufpassen, Bro. Denn dass beispielsweise Männer keine Kinder gebären, das ist nicht diskriminierend, das ist Tatsache. Und das... Oh, ganz dünnes Eis, Bro, ganz dünnes Eis. Frauen im Frauensport gegen Frauen antreten sollten, das ist nicht transphob, sondern ja, einfach mal fair und... Das kannst du doch nicht sagen, Mensch, Leo! Ich bin schockiert. Feministisch. Wie wir aber in der Doku lernen, ist... Wie kannst du dich da hinsetzen und sagen, dass Männer nicht gegen Frauen beim Schwimmen zum Beispiel antreten sollen? Oder dürfen? Das ist doch nicht korrekt, Bro. Weißt du, wie ich meine? Also da würde ich mich freuen, wenn du dich nochmal selber kritisch hinterfragst, mein Jutster. Der Menschenverstand in 2013 anscheinend mehr oder weniger gleichzusetzen mit radikaler Menschenfeindlichkeit. So. So. Ich will jetzt gar nicht unbedingt wiederholen, was halb YouTube Deutschland eh schon berechtigt und souverän kritisiert hat. Ich empfehle euch da stattdessen beispielsweise das Reaktionsvideo von Eingollern und Clownswelt oder auch von klassischen YouTubern, die vom Establishment akzeptiert werden, wie KuchenTV, Alyssa Joe, Sascha und den Space Frogs. Vielen Dank an alle, die auf diesen Missstand aufmerksam gemacht haben. Ich hoffe, dass eine ähnliche Kritik... Kuchen it out, man, Alter. Von das Küchlein. YouTube-Kalibern auch dann stattfindet, falls in der Medienwelt bald wieder vom Blinddarm der Gesellschaft, Ratten, Sozialschädlingen oder Volksfeinden die Rede ist, wenn man sich beispielsweise nicht pieksen lassen möchte. Spulen wir jetzt aber zu der Stelle in der Reportage vor, wo das Y-Kollektiv mich in die Mangel nimmt. Ideologien und verschiedenen Weltanschauungen, weil Kessler der Neuzeit zum Beispiel ja ein sehr rechtsoffener Influencer ist. Die Moderatorin leitet den ganzen Abschnitt damit ein, dass Kritik am Feminismus Teil von extremistischen Bestrebungen sei. Das ist so krass. Was wollen die denn noch alles mit in einen Topf reinwerfen? Kritik an Feminismus ist direkt rechts, genauso wie wenn du dich nicht impfen lassen möchtest, bist du rechts und Nazi. Wenn du sagst, Waffenlieferung, weiß ich nicht, Digga, da feuern wir den Krieg noch mit an, auch rechts, Nazi-Verschwörung. Aber du musst bei allen Dingen auf Linie sein, sonst bist du halt ein Nazi. So. Das ist ganz klar. Das ist so krank, Bro. Das auch immer. Ey, Digga, ich kann das nicht mehr, Digga. Was will man uns damit bloß durch die Blume sagen? Sport machen ist vermutlich auch Teil von extremistischen Bestrebungen. Sollten wir deshalb jetzt Sportler als potenzielle Nazis stigmatisieren? Genau so, Bro. MSNBC, warum Rechtsradikale so begeistert von Fitness sind. Hör auf. Okay, alles klar. Schlechtes Beispiel. Satire und Realität sind eben nicht mehr ganz so einfach zu unterscheiden. Als nächstes wird in der Doku händeringend ein Beispiel für die Verbindung zwischen rechtsextremen Gruppierungen und den basierten Frauen aka Antifeministen gesucht und Trommelwirbel gefunden. Denn Jasmin, die christliche Halbiranerin von... So, darf man nicht, wenn man Nazi ist, hängt man dann mit Iranern ab? Oder macht man Interviews mit Schwarzen und so? Und hat auch einen Iraner in seinem Team und solche Sachen? Digga, macht man das, Digga, wenn man so richtiger überzeugter Nazi ist? Oder wie ist das, Digga? Ich weiß auch gar nicht mehr richtig, was Nazi sein bedeutet heutzutage, wenn ich ehrlich bin. Früher war das mal ganz klar.
Weißt du? Zur Bibel. Die machen damit auch, Alter, die spielen damit den richtigen Nazis auch voll in die Karten, ne? Das muss den Leuten nochmal bewusst werden, so. Weil das Nazi-Ding ist einfach jetzt voll verlächerlicht worden. Man nimmt das gar nicht mehr ernst, Digga. Wie willst du das noch ernst nehmen? Wenn die so jemanden wie mich als Nazi bezeichnen, wie willst du das denn noch ernst nehmen? Öffentlicht regelmäßig Videos mit rechten YouTubern wie Ketzer der Neuzeit und Ein Golan. Jasmin aber veröffentlicht regelmäßig Videos mit rechten YouTubern wie der Ketzer der Neuzeit und Ein Golan. Ein Golan. Ein Golan heiße ich. Ja, ja, wir sind rechts. Das sieht man auch auf dem Video, was ein paar Sekunden lang ist. Man sieht in dem Video wirklich, wie rechts wir sind, denn wir reden miteinander. Ja, Grüße an Jasmin und Ein Golan, Michelle. Wenn ihr mich fragt, geschmacklos, manipulativ, diffamierend und extremismusverharmlosend das Ganze. So. Gut, was hab ich erwartet? Dabei bleibt es aber nicht. Innerhalb der nächsten 10 Sekunden hat man es nämlich in der Tat geschafft, mit 2 Aussagen direkt 2 Falschaussagen zu treffen. Der YouTuber Ketzer der Neuzeit stürmt am 13.06. eine queere Lesung in München. Ich hätte... Er stürmt eine queere Lehrung. Queere Lesung, ey, bro. Stürmen sieht anders aus. Wir haben uns das reingezogen, ne? So eine queere Lesung gestürmt oder gestört, keine Ahnung, die spricht das ein bisschen verschwurbelt aus. Beides stimmt nicht. Und interessant auch schon mal, dass nicht erwähnt wird, dass es sich bei dieser queeren Lesung darum handelt, dass Drag Queens, also Nachtclub, Mann, Frauen, wie auch immer, Kindern, um genau zu sein, 4-jährigen Kindern, vorlesen. Und das mit dem übergeordneten Ziel, unsere Zitat. Normalerweise müsste in einer normalen Welt müssten die eigentlich das Y-Kollektiv eine Doku darüber machen, wie falsch das ist. Wie verstörend das für Kinder sein kann und wie man dabei aufpassen muss und da nicht übertreiben sollte so. Aber dann werden lieber die Leute fertig gemacht, die versuchen in die Richtung aufzuklären so. Und zu sagen so, wir wollen das mal exposen, damit die Leute mal aufwachen wieder und zu Sinnen kommen und sagen, dass es nicht okay ist, wenn vor 4-jährigen Kindern Sexualität in den Vordergrund gerückt wird, so. Weißt du, wie ich meine? Und dann von Transformers-Strippern dann vorgelesen wird, so. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach nicht okay. So. Was hat die Sexualität bei Kindern im Kindergarten verloren? Gar nichts. Wir wollen auch nicht, dass ein Pornodarsteller, der hetero ist, vor Kindern vorliest. Und aber hervorgehoben wird, dass es ein Pornodarsteller ist, so. Das hat bei Kindern nichts verloren, verdammte Scheiße. Heteronormative Gesellschaft aus den Angeln zu heben. Gut, die 3 Videos sind online, ihr könnt das selbst nachschauen, aber ich erzähle es euch nochmal. Was ist also wirklich an diesem Tag geschehen? Nun, als man mir am Eingang der Stadtbibliothek München erklärte, dass ich die Vorlesung nicht besuchen könne, machte ich mich dementsprechend auf den Weg zur Demonstration gegen diese Vorlesung. Ein Polizist meinte jedoch, dass ich hier nicht auf direktem Wege zu der Gegendemonstration gehen könne und außen rumlaufen solle. Und genau diese Videoaufnahme, wie ich zu den bösen, transphoben Eltern, die sich für den Schutz ihrer Kinder einsetzten, gelangen wollte, hat das Y-Kollektiv mit den Worten, ich stürmte eine queere Lesung und ich versuchte mir Zugang zur Veranstaltung zu verschaffen. Es ist einfach nicht wahr. Und vielleicht kennt ihr dieses Experiment. Da ist ein Raum mit ganz vielen Menschen, die sich so einen gelben Ball hin und her passen und der Zuschauer ist aufgefordert zu zählen, wie oft der Ball hin und her geworfen worden ist. Ja, nach ein paar Sekunden, Minuten kommt auf einmal ein Mann im Affenkostüm durch die Menge durchspaziert und am Ende des Videos wird gefragt, hey, ist euch irgendwas aufgefallen? Und ja, viele Zuschauer haben nicht gecheckt, dass da ein Mann mit einem Affenkostüm durch die Menschenmenge gelaufen ist, weil man sich so sehr auf das Zählen der Würfe konzentriert hat. Und was soll ich sagen? Mhm. Der nächste Punkt hat mich komplett an dieses Experiment erinnert. Denn was einfach komplett ignoriert wird, ist, dass da die ganze Zeit eine hysterische, maskierte, schreiende und sogar tretende, durchaus toxisch maskuline Frau vor mir steht, die mich durchaus toxisch maskulin. Nicht, weil ich ein Video drehe, das ihr halt nicht gefällt. Warum geht das Y-Kollektiv nicht darauf ein? Weil die haben eine Agenda, die haben einen Job zu tun. Die müssen dich diffamieren. Das ist deren Aufgabe. Und da dann auf Dinge einzugehen, die eher für dich sprechen würden, das geht halt nicht so. Also neutral berichten, das dürfen die nicht. Da müssen sie ganz viel Abstand von halten. Hauptsache nicht neutral berichten. Wir müssen immer frame. Also wir müssen immer gucken, dass die Bösen auch böse aussehen. Ja? So. Schneiden diese Frau in ihre Doku rein, die sinnbildlich dafür ist, warum Menschen keinen Bedarf haben, bei diesen woken feministischen Regenbogenveranstaltungen mitzumachen und verlieren einfach kein Wort über diese wirklichen Demokratiefeinde? Ja, das zeigt par excellence, mit welchen Gruppen man sich solidarisiert.
par excellence, na Mann. ...risiert und welches Verhalten man duldet, solange es eben von der eigenen Seite kommt. Nach dieser Meisterleistung wird es dann natürlich mal wieder Zeit, einen vermeintlichen Experten ans Mikrofon zu lassen, um die gerade eben ausgesprochene Lüge zu legitimieren. Kanzler der Neuzeit zum Beispiel ja ein sehr rechtsoffener Influencer ist. Ja, Hut ab. Das ist aber vorsichtig ausgedrückt, oder? Rechtsoffener YouTuber, Digga, ist noch nicht so krass geframed wie Nazi. Hat sich die Dame aber so verschwurbelt wie möglich ausgedrückt, um mich nicht direkt rechtsextrem zu nennen, was strafbar wäre, aber mich auf Teufel kommt raus irgendwie in diese Ecke rücken möchte. Ganz nach dem Motto der GEZ-finanzierten Massenmedien, ist der Bürger unbequem, gilt er rasch als rechtsextrem. Und apropos GEZ-Finanzierung, wer hätte damit gerechnet, aber unsere Arbeit wird weder von ARD noch Netflix oder den Social-Media-Plattformen finanziell unterstützt. Im Gegenteil. Deshalb sind wir von eurer Unterstützung abhängig. Und damit willkommen zu einer kurzen, WEF-unfreundlichen Werbung in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. Wir sind noch nicht am Ende, aber zusammenfassend kann man schon mal sagen, dass die Experten vom Y-Kollektiv mit ihrer woken Ideologie oder wie sie es nennen, mit ihrem subjektiven Meinungsjournalismus diesmal so richtig ins Schwarze getroffen haben. Dankbarerweise hat das Internet diese Diffamierungsversuche erfolgreich aufgedeckt. Und damit, würde ich sagen, wird es jetzt einmal Zeit für unsere Experten. Kennt ihr das Y-Kollektiv? Nein. 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 Nee. Schon mal sympathisch. Y-Kollektiv, auch an euch, das sage ich jetzt persönlich, macht mal richtigen Journalismus. Ja, Jungs, kennt ihr das Y-Kollektiv? Ganz kurz. Leider ja. Ihr seid ja genau die Zielgruppe, 21, ihr seid so genau. Hast du, natürlich kennst du diese letzte Drecksdoku, oder? Ja. Ich würde mal. Ich sag dir ehrlich, dieses öffentlich-rechtliche Thema, das wird immer mehr untergehen, sag ich dir so, wie es ist. Also diese ganzen Formate werden immer mehr exposed werden und die Leute haben keinen Bock mehr, sich irgendeine geframte Grütze reinzuziehen, wo du gar keine richtig neutrale Berichterstattung mehr hast, sondern nur einseitig geframte Sachen, um irgendwelche Leute zu diffamieren, die gerade gegen die Agenda gehen. So. Irgendwann, glaube ich, wird es den Leuten auch zu viel. So. Irgendwann, ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade junge Leute sich den ganzen Zeit irgendeine Matrix-Scheiße reinziehen wollen. Ich glaube, immer mehr Leute wachen auf, immer mehr Leute haben das Bedürfnis danach, wieder echte, reale Meinungen, Menschen und Dinge zu sehen, so. Weißt du, wie ich meine? Und nicht dieses ganze weichgespülte, ich traue mich nicht zu sagen und alles muss dem Narrativ entsprechen und bla bla bla, so. Weißt du, ich weiß hier nicht, Digga. Schon das Gefühl, dass gerade die jungen Leute keinen Bock mehr auf den Shit haben. Y-Kollektiv schneidet bisher in unserer Umfrage negativ ab. Wir wollen mit diesem Video übrigens nicht den Graben zwischen Feministen und deren Kritikern weiter aufreißen, sondern den Debattenraum öffnen, sodass wir wieder in einer Gesellschaft leben, in der wir demokratische Werte wie Meinungspluralismus großschreiben können. Wenn ihr uns auf diesem Weg unterstützen wollt, dann schaut gerne auf ketzerderneuzeit.com, wo ihr hochqualitative Kleidung findet vorbei, mit der wir unsere Werte gemeinsam in die Welt tragen können. Ohne euch ist unsere Leidenschaft, den Zeitgeist frei und unabhängig zu hinterfragen, nicht realisierbar. Deshalb vielen, vielen Dank an alle, die unsere Arbeit in jeglicher Form unterstützen. Starkes Video. Heftig. Ich habe mir dieses Y-Kollektiv-Ding gar nicht reingezogen. Egal, YouTube, schreibt erstmal eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare rein. Ich habe ja meinen Senf schon abgegeben. Liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall an Leo. Lass dich nicht unterkriegen, zieh weiter durch. Dein Content ist wichtig. Die Reichweite, die du hast, ist auch sehr, sehr wichtig. Du erreichst viele junge Leute, aber auch ältere Leute. Und einfach weitermachen. So, Liebe geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace, Eutchen, Alter.